Willkommen. Dieses Video gibt Ihnen eine Orientierung im Feld der interaktionistisch-konstruktivistischen Didaktik Kersten Reichs. Zu Beginn ein paar biografische Angaben. Kersten Reich wurde 1948 geboren. Nach dem Abitur beginnt er ein Lehramtsstudium mit den Fächern Germanistik, Politologie und Kunsterziehung. Dieses Studium beendet er nach 8 Semestern im Jahr 1973. Es folgen Beschäftigungen als Tutor und wissenschaftlicher Mitarbeiter, bis er sich 1976 mit einer Arbeit zur Theorie allgemeiner Didaktik promovieren kann. Schon ein Jahr später erfolgt die Habilitation zum Thema Erziehung und Erkenntnis. Nach 2 Jahren als Privatdozent wird Reich 1979 schließlich auf eine Professur für allgemeine Didaktik in Köln berufen. Dort begründet er die interaktionistisch-konstruktivistische Didaktik, baut einen Methodenpool auf und trägt maßgeblich dazu bei, die Schriften John Deweys in Deutschland populär zu machen. 2007 wird die Widmung der Professur geändert und fortan als internationale Lehr- und Lernforschung geführt. Mit dem Wechsel der Bezeichnung fällt auch die Leitung des John Dewey Centers in den Bereich der Professur. Ein Blick auf diese Biografie lässt schon einen roten Faden erahnen, der sich auch durch die Schriften Kersten Reichs zieht. Das Thema der Habilitation scheint noch in der streng erkenntnistheoretischen Begründung der konstruktivistischen Didaktik durch. Abseits der didaktischen Schriften finden sich noch weitere Werke Reichs, die sich dem Konstruktivismus in seinen verschiedensten Lesarten widmen. In dieser Vorlesung wollen wir uns jedoch auf die didaktischen Ausführungen Reichs konzentrieren. Die konstruktivistische Didaktik kann als ein Gegenentwurf zu bisherigen Modellen betrachtet werden. Deutlich wird dies auch in den Formulierungen Reichs, der sie gern von alten Modellen abgrenzt. Die Grundannahme Reichs besteht darin, dass sich die Schule angesichts des Konstruktivismus nicht mehr darauf beschränken könne, vermeintlich sicheres Weltwissen zu lehren. Vielmehr müsse es um eine Erweiterung der Beobachterstandpunkte gehen, um den Schülerinnen und Schülern eine möglichst vielfältige Weltaufforderung zu ermöglichen. Dies impliziert für Reich auch die Nutzung vielfältiger Methoden. Aus dieser erkenntnistheoretischen Begründung leitet Reich verschiedene Konsequenzen ab. Lehrerinnen und Lehrer könnten nicht mehr als Besserwisser das einzig richtige Wissen vermitteln, sondern müssten sich fortan als Moderatorinnen und Moderatoren verstehen, die die eigenständige Konstruktion der Lernenden anleiten. Die Lernenden werden wesentlich aktiver gedacht als in klassischen Theorien. Im Angesicht unsicher gewordenen Wissens wird bei Reich auch die Dominanz der Inhaltsseite gegenüber eines Primats der Beziehungsseite aufgegeben. In seinen jüngeren Werken kommt er zu der erkenntnistheoretischen Begründung einer demokratiepolitische hinzu. Modernisierungstheoretisch argumentierend fordert Reich eine inklusive Schule, wobei er mit einem weiten Inklusionsbegriff argumentiert. Kersten Reich wird 1948 geboren und beginnt nach erfolgreichem Abschluss des Lehramtsstudiums im Jahr 1973 eine wissenschaftliche Karriere. Der rote Faden in seinem Wirken stellt die in seiner Habilitation thematisierte Verknüpfung zwischen Erkenntnistheorie und Didaktik dar. Streng konstruktivistisch argumentierend tritt Reich für eine neue Form der Didaktik ein, die er von den klassischen Didaktiken abgrenzt. In den letzten Jahren kommt mit der Forderung nach einer inklusiven Schule eine demokratiepolitische Komponente hinzu. Bei den Schriften Reichs lässt sich eine starke Orientierung an erkenntnistheoretischen Überlegungen feststellen. Diese wird bis zur Erweiterung zur inklusiven Didaktik konsequent durchgehalten. Was dies für die einzelnen Deskriptoren, anhand derer in diesem Vortrag Didaktiken beschrieben werden, bedeutet, werden Sie in weiteren Videos erfahren.